Kapitel 7. Hier liegen wir tot. Alter, was? Okay, die ganzen anderen Dinger hier, Zauber, können wir nicht machen. Aber wir können auch bellen. Zählt doch also bellen, oder? Alter, ich bin jetzt aber trotzdem gerade sehr, sehr sprachlos, dass wir jetzt mit dieser korrumpierten Pampe in uns gestorben sind. Oh. Kann ich so vielleicht dahin? Dass wir zu viel von dieser schwarz-roten Matsche da inhaliert, drin geschwommen, bestimmt auch wahrscheinlich geschluckt haben und dann daran elendig verreckt sind. Sorry für diese Ausdrücke, Wortwahl, aber ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie das... Ah, das funktioniert wieder, okay. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich das sonst beschreiben kann. Ich hatte gedacht, wir sind diejenigen, die das irgendwie, toll, als Fuchs wieder hinkriegen werden, weil die Menschen versagt haben natürlich. Aber nee, wir sind nur ein weiteres Opfer von diesem, ja, von diesem Matsch. So, jetzt haben wir es geschafft. Na, wer weiß, vielleicht, kommt jetzt noch was? Ich weiß es nicht. Aber ich finde das bisher jetzt diese Wandlung von der Story sehr, sehr krass. Das war jetzt eine überraschende Wendung für mich, dass wir jetzt da sterben. Und ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht ein alternatives Ende gibt. Hätten wir jetzt alle Zauberstäbe gefunden? Das weiß ich ja nicht. Wo geht's da lang? Okay, hier geht's nirgendwo hin. So, dann schauen wir mal hier runter. Okay, hier ist jetzt wieder viel offene Fläche, offene, ja, offenes Gebiet, offene Area. Aber ich würde sagen, wir laufen mal den Fluss hier entlang. Ich muss wirklich sagen, ich bin gerade auch jetzt schon ein bisschen sprachlos. Und ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wo muss ich jetzt wirklich hin. Wohl? Da hinten an den Seiten sieht es so aus, als gäbe es hier auch noch was zu entdecken. Ne, ich hatte kurz gedacht, das wäre vielleicht eine Statue von einem Menschen. Aber die einzigen Statuen, die ich hier sehe, sind diese Fuchsstatuen. Diese da.
So. Egal, wir gehen mal. Wir laufen mal mit der Strömung. Sind ja auch überall diese Fuchsstatuen eigentlich. Ja, jetzt. Warte mal. Jetzt haben wir kein richtiges Fell. Das wollte ich mir mal einfach noch mal kurz angesehen haben. Geronimo, okay, da müssen wir nicht hin. Aber da, wo das Feuer ist, da, glaube ich, müssen wir hin. Das sieht auf jeden Fall verdächtig aus dafür. Da haben wir einen Zauberer. Okay, er speichert. Also, ich glaube, hier sind wir schon richtig. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen muss. Okay, und jetzt? Musste ich jetzt alle aktivieren, die jetzt hier auf dem Weg waren? Wenn ich jetzt den ganzen Weg zurück muss und jede Fuchsstatue hier einfach mal einmal anbellen. Ey, da. Okay, warte, da passiert was. Jetzt kommt, jetzt muss ich wirklich jede einzelne Fuchsstatue anbellen. Ich schaue mir das mal an, bei der nächsten, die hier in der Nähe sein könnte. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir hier nochmal zurück. Und wenn doch, ja, dann haben wir einiges jetzt nochmal zu tun. Wo ist denn jetzt eigentlich die nächste? Warte, da glaube ich, ja? Ja, da ist die nächste. So. Und hier nochmal. Okay, jede einzelne mussten wir machen, die hier war. Wir bleiben erstmal auf dieser Seite und dann gehen wir da hinten rum nochmal wieder zurück. Super! Ah, bin ich schlau. Wow. Ah, hier ist noch einer. Okay. Von denen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, finden wir tatsächlich auch alle Fuchsstatuen? Denn das Gebiet scheint wirklich schon doch sehr groß zu sein.
Und nicht, dass wir jetzt hier eine Stunde damit verbringen, die ganzen Fuchsstatuen hier zu finden, die hier sein könnten. Und dann stellt sich auch die Frage, finden wir überhaupt auch alle? Oder müssen wir nur einen gewissen Prozentsatz erfüllen? Da ist noch einer. Und noch ein Zauberer. Da geht's ja auch noch weiter. Boah, jetzt will ich nicht wissen, wie viele Statuen es hier von unserem Fuchs gibt, die wir alle anbellen dürfen. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, alle zu finden. Also das nur Baumwurzel. Ich wollte schon sagen, was sind das? Komm, können wir hier hoch? Ja. Und ah, geil, hier können wir auch. Alter, hier können wir auch noch hoch. Okay, dieses Gebiet ist mir wirklich sehr, sehr groß. Immerhin sehe ich da schon den nächsten. So. Den haben wir auch noch geschafft. Ich glaube, hier war es das auch schon in dem Bereich, weil wir von da eigentlich im Grunde gekommen sind. Wie sieht es da jetzt aus? Da ist der nächste. Der war aber jetzt sehr, sehr nah. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist wegen das hier oben, diese Lichter, sage ich jetzt mal. Markieren die uns den nächsten? Also die nächste Fuchsstatue meine ich jetzt. Da haben wir wieder einen Zauberer. Das heißt, dann hier in der Nähe müsste wieder eine Statue sein. Moin Pascal, bist ja wieder da. Ja, wir sind jetzt aber auch kurz vorm Ende und ich darf in einem riesigen Gebiet 1 Million Fuchsstatuen suchen. Wo geht's denn da hin? Ah, du hast selbst noch ein bisschen gezockt, okay. Kommen wir nicht von hier? Ja, nur 1 Million. Kriegt man wohl locker hin, oder? Okay, hier war ich noch gar nicht, oder? Oder bin ich ein bisschen deppert gerade? So, da haben wir noch mal zwei große, aber ich glaube, die zählen jetzt nicht dazu. Die ich anbellen muss, oder? Anscheinend ja nicht. Oh, was haben wir hier? Ah, ich glaube, wenn, hier müssen wir noch mal hin, wenn wir alle gefunden haben.
Okay, ich wüsste jetzt wirklich gern, wohin. Ach so, übrigens nur so als Info, wir sind tot. So, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo die ganzen anderen Fuchsstatuen sein könnten. Ich laufe hier jetzt die ganze Zeit durch und finde die alle nicht. Doch, da haben wir wieder einen. So, den haben wir jetzt auch. Jetzt ist die Frage, wie viele fehlen noch von den Millionen? Das ist jetzt wirklich eine absolute Beschäftigungstherapie hier. Ein Riesenareal voll mit Fuchsstatuen. Jeden einzelnen abzusuchen. Vor allem, ich weiß nicht einmal, ob ich das auch wirklich machen muss. Weil das Spiel mir halt eh nichts sagt, was ich zu tun habe. Und muss selber drauf kommen. So, okay, hier scheint gesperrt zu sein. Sperrgebiet. So, wo geht's dahin weiter? Da ist wieder ein Zauberer. Der sagt mir aber auch nicht, wo ich hin muss. Genau, und am Ende war es umsonst. So denke ich auch gerade. Alle Fuchsstatuen hier auffinden und am Ende hat das nichts genützt. Aber das Spiel sagt mir auch nicht, was ich zu tun habe. Immerhin sind wir jetzt schon bei Kapitel 7 am Ende hier, glaube ich, weil wir ja schon tot sind. Wir elendig verreckt sind, weil wir mit so einer schwarz-roten Galle infiziert wurden und das dann irgendwann uns hier wirklich ja, das Leben ausgesaugt hatte und als wir dann gestorben waren, einfach dann aus uns rausgetrieft ist. Wie so ein schwarz-roter Schleim. Vor allem, wenn es ein Mensch gewesen wäre, hätte ich weniger Mitleid als jetzt bei diesem Fuchs. Wirklich, der Fuchs hat mir richtig leid getan. Ja, oder so ähnlich wie bei South Park mit der Guitar Hero Folge. Genau. Könnte auch so sein. Okay, die Musik hat sich jetzt ein bisschen geändert. Keine Ahnung, ob die Musik jetzt der vorherige Track zu Ende war oder es jetzt an den Statuen lag, aber es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Naja, aber jetzt ernsthaft, wo muss ich hin? Oder was muss ich machen? Ich bell jetzt wirklich jede einzelne Statue hier an. Das ist wirklich absolute Beschäftigungstherapie hier gerade. Da wäre mir tatsächlich lieber so ein bisschen Luftpolsterfolie oder sowas. Und ja, ich habe echt Langeweile. Ansonsten würde ich hier jetzt nicht in einem Gebiet hier in der Größe Großbritanniens hier 1 Million Fuchsstatuen suchen.
Ja, komm. Ah, da ist wieder einer. Den hätten wir fast übersehen. Komme ich da auch irgendwie hoch? Ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Doch. Ja, aber echt, wo sollen die jetzt alle sein? Das Gebiet ist einfach viel zu groß. Ah, nein, ich will hier, ich will nicht hier. Komm. So, wollte ich hier oben bleiben. Toll. Scheiße. Ja, dann ist es halt jetzt so passiert. Na, aber echt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Eigentlich im Grunde, das Spiel ist schon zu Ende. Jetzt nur noch wirklich, glaube ich. Ich habe hier bisher noch nichts gefunden, was ich noch sonst machen kann. Kein Ausgang oder so. Nur hier diese Puckstatuen, die ich irgendwie irgendwas mitmachen kann. Da ist noch einer. Aber irgendwann muss es doch mal reichen. Komm. Es muss doch bald ein Ende geben. Ach so, meintest du das? Ja, ich habe das irgendwie vorhin falsch für mich selber jetzt verstanden gehabt. Ja, sorry, dass ich jetzt erst gelesen habe. Ich bin jetzt aber gerade so genervt, 1 Million Fuchsstatuen zu suchen. Wenn diese Folge hier dann auf YouTube kommt, dann wird eine Überlänge-Folge wahrscheinlich. Also wegen den Credits so oder so, aber ich glaube, die werde ich dann wahrscheinlich anders schneiden. Für die, die auf YouTube zuschauen, ihr seht dann, was draus passiert ist. Da haben wir noch einen. Okay. Ich hoffe, den hatten wir noch nicht. Irgendwann muss es doch hier zum Ende kommen, ne? Was passiert, wenn ich den Dingern folge? Jetzt will ich es mal wissen. Was passiert, wenn ich denen folge? Wo führt mich das hin? Ich renne hier nämlich wie ein Idiot durch die gesamte Landschaft, sage ich jetzt mal. Suche nach irgendwelchen. Ah, die verschwinden nach einer Weile. Okay, das heißt, ich muss die. Die weisen mir, glaube ich, den Weg. Und ich denke die ganze Zeit so, ich muss die alle sammeln. Okay, komm, egal. Wir laufen jetzt hier mal entgegen.
Ich hoffe, ich liege jetzt mit dieser Theorie richtig, dass ich denen hinter diesen Lichtern da hinterherlaufen muss und nicht alle sammeln. Ich hoffe, diese Theorie ist richtig. Vor allem hier ist ja eine Straße, da laufen wir mal hinterher. Das sieht interessant aus. Ah, okay. Hast du das gehört? Oder habt ihr das gehört? Da hat sich was beim Ton geändert. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wohin. Die absolute Verzweiflung. Okay, jetzt hätte ich wirklich gerne wieder eine Fuchsstatue, damit der mir zeigt, wohin. Okay, so langsam möchte ich aber irgendwie hier mal rauskommen oder zum Ende kommen. Da haben wir wieder eine Fuchsstatue. So, der sagt da lang. Laufen wir da mal hinterher. Und hier endet's. Was soll denn hier sein? Jo, das wäre super. Eigentlich normalerweise Backseat Gaming nicht erwünscht, aber ich gurke hier jetzt schon seit 40 Minuten rum und weiß nicht, was ich machen soll. Da wäre das jetzt echt super. Das ist Kapitel 7, nur so als Info. Von Spirit of the North. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn du da was rausfindest, wäre echt Knorke. Ansonsten würde ich sagen, ich mache jetzt noch mal ein kleines Päuschen. Du kannst dann so lange rausfinden. Und dann machen wir hier für YouTube auf jeden Fall einen kleinen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt immer noch rausfinden, was ich hier machen muss. Also, ich weiß es nicht. Immer noch nicht. So, das wird wirklich ewig langes Hin und Her hier sein. Der sagt dahin. Aber von da kamen wir doch gerade. Und der hört ja hier auf. Also ich bezweifle, dass wir dahin müssen. Und da ist der nächste. Mal gucken, was der hier sagt. Der sagt auch in diese Richtung. Da stelle ich mir die Frage, was bringt mir das eigentlich? Was hast du denn rausgefunden? Jetzt will ich es wissen, weil ich glaube, hier komme ich sonst nicht weiter.
Also was Kapitel 7 angeht, ich bin hier völlig überfragt. Wie, es gibt noch ein Kapitel 8. Was muss ich denn machen? Jetzt wirklich? Also ich bin absolut überfragt. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Wie komme ich hier weiter, wenn das hier nicht das letzte Kapitel ist? Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn du da noch ein bisschen was rausfindest. Hier haben wir noch einen. Hier ist ein Turm. Hier geht's hoch. Ah, okay. Ich glaube, vielleicht muss ich wirklich hier hin. Jo, bis gleich dann. Vielleicht habe ich es auch schon gefunden, weiß ich noch nicht, aber. Kannst du mir gerade. Ah, speichert? Okay. Hier sind wir also doch vielleicht richtig. Okay, hier ist eine leuchtende Fuchsstatue. Bin ich hier richtig? Hier sind auf jeden Fall jede Menge dieser Zauberer. An jedem Zauberer wird gespeichert. Und hier geht es nochmal runter. Okay, hier geht's noch weiter. Okay, vielleicht habe ich jetzt den Weg gefunden. Ich hab's gefunden. Da ist unser korrumpierter Geist. Oder Geisterfreund, Irrlichtfreund, unser korrumpierter. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben den Weg gefunden. Okay, und jetzt? Wir liegen da, oder ein anderer Fuchs vielleicht sogar? Okay, was haben wir jetzt? Ah, okay. Das ist ein anderer Fuchs, den wir jetzt wieder. Naja, wiederbeleben kann man jetzt eher nicht sagen, aber. Ja, zumindest den Geist wiederbelebt. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, wir können nicht mehr diesen schnellen Zauber machen. Und jetzt? Ah, okay.
Und hier ist eine Geisterbrücke. Ah, und der andere Fuchs läuft uns jetzt hinterher. Okay. Wir haben rausgefunden, wie es weitergeht. Das war jetzt aber auch echt eine Geburt, kann man schon sagen, das irgendwie hinzukriegen, rauszufinden, was wir machen müssen. Vor allem, wir sind jetzt auch locker 50 Minuten hier rumgeirrt in dem Gebiet und haben nichts rausgefunden, wohin. Und jetzt eher durch Zufall. Okay, das ist aber auch ein langer Weg hier jetzt. Wo gut, dass wir den jetzt durchrennen können. Alle Schamane finden, das sind, glaube ich, die Zauberer, die ich im Hauptspiel selber jetzt hier vor dem Totenreich viele übersehen habe. Aber ich habe jetzt den Weg gefunden, wie du siehst. Ich habe gerade den Geist dieses Fuchses wiederbelebt, wenn man das so sagen kann. Eher durch Zufall, statt Verstand, sage ich jetzt mal so. Die Schamane sind ja diese Sammelaufgabe hier während des Spiels. Okay, und jetzt? Da fliegen ein paar Dinger, auf jeden Fall. Oh, was ist denn das? Vielleicht muss ich dahin. Okay, ich kann hier. Ist das unsere Leiche? Das sieht aus, als wäre das unser toter Körper. Ladebildschirm auf jeden Fall kommt. Kapitel 8. Du hattest recht. Kapitel 8 gibt's. Und das ist da, wo wir gestorben waren. Okay. Jetzt sind wir wieder mit dem Fuchs hier unterwegs, mit dem Geisterfuchs. Natürlich, du hast recht, Pascal. Kein anderer. Auch wenn du Unrecht hast, hast du recht. Du bist wie so eine Frau. So eine zickige. Nicht allgemein jede, sondern schon eine zickige, meine ich. Obwohl Männer auch sehr, sehr zickig sein können. Da kenne ich auch genug Beispiele. Okay, aber ich bin jetzt froh, dass wir nicht elendig krepiert sind, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir geschafft haben, uns selbst irgendwie wieder zu beleben. Läuft der Geisterfuchs uns noch hinterher? Ne. Wo ist denn der Geisterfuchs hin? Okay, was ist denn das? Ah, zwei Füchse. Hier ist auch noch einer. Und jetzt? Muss ich das hier machen?
Ach so. Es wird mir gerade nichts angezeigt, was ich machen muss. Okay, B gedrückt halten funktioniert auch nicht. Okay, die Musik wieder sehr, sehr spannend. Ah, okay. Ich wusste jetzt echt nicht, was ich machen sollte. Ah, das ist der Ursprung für die Verheerung Ganons. Okay. Okay, was will der jetzt von mir? Was? Okay. Geil! Das sind jetzt die Credits? Boah, wie geil gemacht. Ich kann hier selber jetzt steuern, Aono. Boah. Ich feiere das jetzt gerade. Klar, wir sind jetzt auch wieder tot, aber dass wir selber während der Credits hier steuern können. Alter. Boah, ich liebe das, wirklich, ich liebe das gerade richtig. Boah, ich muss aber auch echt sagen, das Spiel ist schon echt geil gewesen, wirklich. Also auch mal eine Abwechslung zu den anderen Spielen, die ich ja normalerweise spiele. Mal etwas Schönes, Entspanntes, wo man ein bisschen nachdenken muss. Aber ey, wie geil ist das? Wie geil ist das hier jetzt wirklich? Und der andere Fuchs läuft uns hinterher. Boah. Und wie ich gerade, glaube ich, gelesen hatte, war das hier noch sogar mit der Unreal Engine 4 gemacht worden. Also, wir sind ja momentan, also bei der Unreal Engine 5, was wir momentan nutzen können. Also 5.2, glaube ich, ist der aktuellste. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt runtergefallen? Komplett? Boah, wie geil. Das ist echt ein schönes Spiel. Ich bin sprachlos. Wirklich. Wir hoffen, dass dir Spirit of the North gefallen hat. Möchtest du weiterspielen? Nee, wir werden das jetzt mal beenden, oder? Achso. Hier jetzt, thank you for playing. Ich kann jetzt aber nichts weitermachen. Ich muss jetzt hier auswählen. Ich kann aber mit dem Controller nicht auswählen. Komm, ich drücke mal so auf Ja. Achso, das war's. Boah, das Spiel ist auf jeden Fall geil. Aber ich würde dann sagen, für YouTube auf jeden Fall so, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.